Herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier bei LS19 auf Füße Marsch, Version 2.2. Ich werde jetzt mal den Fahrer wieder einstellen für Outdrive. Das heißt, wir sind Kies anliefern lassen, ne? Das klappt ja. Und die werden ja selber mal aufs Land fahren. Aber wir müssen noch Unkruppelkämpfe machen. Das heißt, erstmal kein Stress. Das heißt, wir müssen uns mal einen passenden Fahrzeug schnappen. Und zwar ein LKW. Dann holen wir Sand ab. Ne? Dünger haben wir auch drin. Den werden wir aber nicht gebrauchen können für den globalen Markt verkaufen. Ich brauche ein bisschen Abwechslung, wir decken mal auf und wir sehen an, dass wir ganz mal ganz kurz einmal eine Ladung Sand Richtung. Ja. Brückenbau fahren. Gedüngt ist wohl alles. Was ich noch machen werde, ist Unkrautbekämpfung, wie gesagt. Und ja. Das wäre es schon für heute. Ne? Also Fabrik bauen für Zement. Das werden wir auch gleich machen. Dann schauen wir gleich mal nach, ob wir da noch ausreichend Diesel haben. Unser ja, Kiesabbauwerkzeug, ne? So eine Art Tagebau. Schauen wir mal, ne? Ja, die Lenkung ist seit einigen Tagen, ne, seit gestern, gesammelt merkwürdig, ne? Also nicht, naja, das war eine. Es war ein Widerstand da, aber halt nicht so wie das gewohnt bin. Ne? Es geht sehr leicht und geht auch sehr langsam Position 0 zurück. Und woran das genau liegt, weiß ich auch nicht. Da wurde man ganz stark an der neuen Software von Logitech. Vermute ich, ob das so ist. Ja, damit kannst du nicht zusammenhängen. Ne? Ja, wir haben Mitte Frühling, guten Tag. Unsere Saat ist draußen, ne? Also alles aufgesehen. Hopfen kann nur wachsen. Den muss man halt sehen, dass da jetzt mal gleich den wir Saat gefahren haben, unterbekämpft haben. Also das muss ja noch fertig gemacht werden. Ne? Das ist ja sehr wichtig. Mal ein bisschen Sand auskriege. Ja, das ist besser geworden. Die Lenkung ist nicht so. Dann muss ich mal testen die nächsten Tage. Ja, was habe ich hergefahren? Wieso steht eigentlich ein Zaun? Das ist die Frage. Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Mal sehen, wie Sand da ist. Kommt ja eine Weile öfter, ne? Oh, Kies haben 3 Liter. Und Sand auch. Schön feinen Sand. Hat für die Kinder zum Spielen. Oh, es kommt schon. Unser Kiesfahrer kommt. Was für ein Karacho hier. Oh, war eine Freude anzusehen, wie er fährt.
Da wird gleich mal Geduld hier, ne? Einzig blöd ist mit rückwärts fahren mit Anhänger, ne? Das wird schwierig. Fahren wir so. Mal schauen. Vielleicht klappt das sogar. Schauen wir gleich nach. Was der Diesel macht. Ja gut, das wird noch eine Weile reichen. Gucken wir mal, ne? Müssen. Das wird der Produktion ein bisschen voranbringen. Ah, ich wollte gucken wegen Moment noch nicht. Wäre ja auch interessant, ne? Hier in dem Bereich. Das wäre schon interessant. Zement. Dann können wir den auch gleich beliefern. Beziehungsweise kurz einkaufen. Klärwerk, Komposter, Mehl, Öl, Pflanzenschutz, Saatgut, Schlachter. So viele. Naja. Sachen, die man noch bauen kann. Aber alles werde ich nicht bauen, das steht heute schon fest. Dazu ist einfach zu viel. Aber das eine oder andere wird noch schon noch bauen. Also zum Beispiel diese Herstellung. Erdtauchen, wenn ich brauche. Brauche ich zur Zeit aber nicht. Brauerei, Birnen. Zentrallager würde ich auch nicht bauen. Da kommen wir ja nicht auf den grünen Zweig mit der ganzen Fahrerei. Und da müssen Paletten angeliefert werden und das heißt in dem Augenblick, ich muss das selber machen. Gut, ich könnte es auch hinschicken und dann selber, ich muss trotzdem abladen, ne? Und hochladen mache ich auch nicht. Wo ist das Ding überhaupt? Zucht, Matchmap, Zucker, Zement. Ja, mal gucken, wie es aussieht, wie von der Größe her. Gut, hier ist die Einfahrt, das ist ungünstig. Das ist meine Sorge, dass es hier zu tief kommt. Ne? Da ist die Einfahrt. Dann müssen wir trainieren, das ist auch nichts. Aber der andere kann ja fahren, ne? Warum soll ich ihn blockieren? Stellen wir da vorne rechts hin. Das dürfte reichen. Und wenn wir hier schauen, dass wir Platz kriegen. Hier rechts am besten. Oder hier. Also verkehrt. Und zwar machen wir größer. Aber kleiner. Und dann machen wir Hilfsmenü an. Ja, planieren, angleichen, absenken. Wir gleichen an, dass es besser machen kann. Dass der sich nicht ungünstigerweise tiefer setzt, ne? Das wäre nämlich ganz schlecht.
Die Boy werde ich vielleicht wegmachen müssen. Aber das wird ja auch egal, ne? So. Z. Und Hanna. Oh, mir ist vorbeigerutscht. Glaub schon. Da ein Eingang und da oben Eingang. Das ist, glaube ich, so ganz gut. Ich riskiere es mal. 810, 11.000. Na, das Geld wird reichen. So, das steht schon mal. Mal uns kurz gucken. Hier die Rohstoffe. Muss mal schauen. Hier Wasser sicherlich. Vermute ich mal. Und hier müssen wir noch eine Zufahrt bauen. Das heißt, na, das machen wir nicht mit dem Motor legen, ne? Mal, wenn wir gleich mal das so gestalten, dass wir hier auch entsprechende Straße hinkriegen. Ne? Wir drehen mal ein bisschen. Die Bäume mal stehen, egal. Geht mal, die werden nicht. Ich muss doch beide Tasten betätigen. Sonst kommen wir noch. Jetzt haben wir noch einen Berg. Das ist so eine Art Einbahnstraße, ne? Oh. Wieso ist hier kein Tor? Wahrscheinlich muss ich die Bäume wegnehmen, wahrscheinlich. Ja. Mit der Motorsäge und wegheben, später mal holen. Ey, die haben sie Müll gepackt. Umweltfrevel. Ah, ich hab die Grünen sehen. Gut, hier passt, da vorne wollte ich hin. Wegnehmen und dann wegtragen und später mal, ja, sehr cool, ne? Die Birke hat zum Beispiel gestört, die anderen Bäume können stehen bleiben, einfach mal nicht hin. Und nur die Birke, was ich jetzt sehe. Nee, ne? Bin ich zu blöd, oder? Ach so.
Aber ich glaube, der Baum wird nicht fällen können. Gut, das kannst du weg, geht nicht, gehört man nicht. Ja, dann muss man trotzdem planieren. Scheuert. Und so spät. So, nicht schon mal, das soll es auch für heute gewesen sein. Für die erste Folge. Samstag. Ist auch ein schöner Samstag. Wo wir noch hier eine Straße anbauen. Ne, und dann wir schon mal fahren können. Hier nochmal planieren. Ne, an der Wege vorbei, wird schon gehen. Dann sagen wir tschüss. Ciao, ciao. Tja, ich würde mich freuen. Und ich bin ja nochmal in Thüringen einschauen für dich. Natürlich kein Muss, sondern eine Bitte. Sagen wir tschüss. Und wir winken und fleißig kommentieren. Das ist, je mehr kommentiert wird, umso besser ist die Quote näher für später. Tschüss und ciao, ciao. Und vielen Dank für reinschauen. Bis später. Tschüss.